Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Endlich die Roomtour. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich habe lange überlegt, es nicht zu machen, aber ich dachte so, scheiße, ich möchte euch das zeigen. So, ich hocke hier wie ein Knecht, weil ich mir gedacht habe, man muss ja nicht alles sehen. So, es gibt immer welche, die das so ein bisschen ausnutzen. Ich werde euch jetzt schön rumführen in meinem Häuschen. Ich werde versuchen, euch auch so ein bisschen draußen zu zeigen. Ich sage es euch, für mich hat sich ein Traum erfüllt. Ich werde noch, warum ich hier auch diesen Stuhl am Start habe, werde ich gleich auch drauf eingehen. Ich habe hier alles selber gemacht, müsst ihr euch vorstellen. Also, na, eigentlich habe ich fast nichts selber gemacht. Aber den Rindenmulch habe ich selber verlegt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und dann zeige ich euch die Bude. Das ist der Plan. Und dann bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Also pass auf, Leute. Erstmal natürlich ein großes Dankeschön an euch für euren Support. Jetzt 3 Jahre, glaube ich. Das ist der Stuhl, auf dem ich meine ersten YouTube-Videos gemacht habe. Da saß ich drauf und habe damals meine Storys erzählt. Wer mich nicht kennt, ich komme ja eigentlich daher, dass ich damals meine Lebensgeschichte erzählt habe. Da sind so ein paar Sachen, vielleicht dazu auch noch ein Statement von mir. Ist ein bisschen schwierig jetzt, unter anderem mit Kind. Ich fühle manche Sachen nicht mehr so ganz. Da kamen dann so Sachen hier, 100 Kilo plus und so, hier einer bam 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 und dies und das, ne? Ah, das wollte ich jetzt, nein, das Video sieht meine Freundin. Okay, nehmen wir ein anderes Beispiel. Da habe ich ja ein paar kriminelle Storys und so erzählt. Das fühle ich nicht mehr ganz so. Podcast wird noch davon kommen, da kann man besser erklären, aber ein YouTube-Video geht 10 Minuten so, das ist immer ein bisschen schwierig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch die Bude. Herzstück von mir ist die Küche. Also von der Küche kann ich euch sagen, ist mein Traum. Ich liebe es zu kochen. Erstmal wundert man sich, Küche gleich am Anfang. Ich sag euch, fühle ich inzwischen. Was heißt fühle ich? Laber Scheiße, eigentlich fühle ich es überhaupt gar nicht. Aber das ist Prunkstück von der Bude. Ich habe meine Kochinsel bei Twitch gerne rumschauen. Auch alle 2664. Jede Woche koche ich hier. Und das, ich liebe Kochen. Das ist einfach mein Herzstück. Hier, dieses Ding, sage ich euch, guck mal hier. Da wird der Dampf abgesaugt. Kann ich nicht empfehlen. Funktioniert bei Pfannen und so, wenn man höheren Topf hat und so, ist scheiße. Aber ansonsten, geiler Herr. Ach ja, bevor ich das sage, 50 Euro Gutschein random wieder in den Kommentaren. Irgendwelche Kommentare reinbaut, weil dann auch gerne Essenstipps, wo ich hinfahren soll. Ich nehme mir irgendeinen Kommentar raus und 50 Euro Amazon Gutschein. Hat jetzt schon viele Amazon Gutscheine geregnet für euch. Ja, ich habe alles, was ich brauche hier. Ich habe einen geilen Ofen, ich habe einen Kühlschrank. Hier habe ich auch, zeige ich euch mal eben, da ist die Abstellkammer. Das ist nur Müll, da müllen wir immer voll. Aber Achmed, kannst du dich einmal da durchzwängen und einmal kurz... das ist ein Stream-Equipment. Einmal zeigen, da habe ich voll viel Technikkram drin. Ich habe mächtig reingebuttert. Das ist dafür da, dass ich Twitch streamen kann. Von hier unten und von oben gleichzeitig. Das ist sonst ein bisschen knifflig. Habe ich hier noch Monitor. Von der Küche ist einfach für mich Traum in Erfüllung gegangen. Ich will euch ja heute auch Zahlen und so noch nennen ein paar. Jetzt glaube ich nur die Küche hätte so ungefähr... Ich habe sehr viel günstiger gekriegt, weil ich dann Kontakt hatte, aber hätte so 17.000, glaube ich, gekostet ungefähr. Ja, wir haben alles in Eigenregie machen lassen. Boden, Wände, Streichen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ein Lappen bin, was so handwerkliche Sachen angeht, aber ich sage euch, das ist echt ein Haufen Arbeit gewesen. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin ja gekauft, ne? Das Haus, muss ich dazu sagen, ich habe das nicht alleine gekauft. Und hier Wohnzimmer ist quasi hier unten jetzt Herz. Ist auch ein bisschen klein, also die ganze Bude hat 120 Quadratmeter, glaube ich. Ja, und hier sind wir jetzt so einigermaßen am Start. Hier ist eigentlich noch ein Teppich, aber mein Hund hat da drauf gekotzt. Ich weiß nicht, was der gegessen hat, der hat aber irgendwas Ekliges gegessen anscheinend. Und schön finde ich auch mit dem Holz so, ne? Also ich feiere das übertrieben mit dem Holz, ich bin ja Naturbursche bisher. Hier züchte ich Keimlinge an, Tomaten, Salat, Paprika, Möhren und so. Ich habe mir auch noch eine Toilette, klein und fein. Na, das ist die Gästetoilette. Hier scheint sie am liebsten. Bin so durchgegangen, habe ich überlegt, ob ich das erzähle, aber das liegt mir einfach auf dem Herzen, deshalb haue ich das raus. Ich habe gerade vor ein paar Tagen den Gedanken gehabt, wenn ich mal richtig, richtig Asche habe, ich hätte gerne öffentliche Toilette zu Hause, dass das das Feeling hat wie zu Hause. Nur, dass ich weiß, sie ist clean. Das ist das Einzige, was mich stört an der öffentlichen Toilette. Ich habe eine andere Theorie gehabt. Deswegen. Welche? Ja, weil kein Fenster drin ist und du so eklig bist, du liebst es einfach deine Scheiße zu riechen. Ja, das stimmt aber. Das genieße ich. Ja. Den genieße ich. Ey. Hier, die habe ich höchstens angebracht, aber schief. Schief, das sag aber nicht an mir, sondern weil ich eine App mit der Wasserwaage genommen habe und darauf gelegt habe. Katastrophe. Maschallah, wer ist er? Ganz Zeit, dass du mal zur Friseur gehst, Alter. Das war noch mal H&P am Anfang, Mann. Hier ist das Badezimmer. Ist kein Sonnenlicht, weil es regt mich auch auf. Ich habe mir gedacht, so irgendwie hätte man das doch umkonstruieren können. Einfach auf die andere Seite hier, verstehe ich nicht. Wenn du ein Haus kaufst, musst du aufpassen, wirst du verarscht. Diese zwei Türen haben wir nachträglich reinbauen lassen. Die Dusche wurde so geliefert, das ist alles Überschwemmung gewesen. Ich habe den Vergleich gebracht, wenn du einen Balkon kaufst und die machen das Geländer nicht ran und sagen so, ja, du musst das extra bestellen. Stell dir den Balkon so hin. So, das ist absolut bescheuert. Hätten die auch hinten in die Ecke, wäre viel besser gewesen.
Ja, aber an sich bin ich natürlich zufrieden. Das muss ich auch sagen, egal wo ich jetzt ein bisschen meckere, ich liebe dieses Haus. Bin so dankbar, dass ihr mir das ermöglicht. Und da muss ich wirklich sagen, von Herzen danke an euch alle. Das letzte Video hieß ja auch von Hartz IV zum eigenen Haus. So, das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja wirklich so. Ja, das berührt mich echt. Und das, also, dass mein Sohn eine eigene Badewanne hat. Hier badet er immer drin, ich schwör's euch. Das ist so süß, wenn mein Sohn hier drin badet, lasse ich Wasser rein und er macht Planschi, Planschi. Und hier ist, ich mach mal hier die Tür noch einmal zu, das hat alles meine Freundin eingerichtet, guck mal. Ja, Mann, schön. Geil, ne? Die habe ich zum Beispiel selber angebracht, habe ich ausgemessen, bam, bam, alles gut gemacht. Diese Scheißdinger, ich sag's euch, 100.000 Mal habe ich die Leute kommen lassen, die sind oben nicht eingerastet. Und der Typ selber, der die einbaut, sagt zu mir, das ist eine Fehlkonstruktion. Ich rufe da an bei den PCs, ich habe den Druck gemacht, da ja. Die Leute wollen dich immer nur verarschen, auch unsere Heizung geht immer noch nicht. Die meisten Leute können sich nicht wehren, weil was sollen sie machen? Ein, zwei Leuten das erzählen und die denken, ja, scheiß auf die. So, ich habe eine Instagram-Story gemacht, habe gesagt, ich bin enttäuscht von denen, habe die Sachlage geschildert. Dieses Zimmer geht nicht wärmer als 20 Grad. Mein Sohn braucht Wärme, so absolut Absturz. Hier ist das Bett von meinem Sohn, das braucht er noch nicht. Meine Freundin wollte unbedingt ganz schnell aufbauen. Er hat da noch nie, also ja, doch, er lag ein Zimmer drin. So, aber er kann natürlich nicht so, ja, aber eigentlich lag er oft drin. Aber egal. Freundin. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, ja, das Highlight des Hauses bis jetzt. Ist so. Ich liebe dieses Zimmer gerade. Ist geil, ne? Sehr schön. Meine Freundin hat so was Safari-Style gemacht. Das ist vielleicht schön. Noch eine Liane oder so. Irgendwie, also mein Sohn fühlt sich hier echt richtig wohl. Mashallah, würde auch mit sagen, ne? Jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Meine Freundin macht mich immer kaputt, wenn ich das Licht anlasse. Ja, auch alles gerade so, dass man genügend Platz hat. Er ist nicht riesig, das Haus, aber es langt so. Man hat genügend Platz hier. Sage ich ehrlich, jeder Vater wird mich fühlen, aber mein Sohn schreit in der Nacht, will Milch, ich wach auf und ich kann nichts machen. Ich bin machtlos und bin im Arsch, mein Rücken war kaputt, ich habe mich gefühlt wie 100 Jahre. Deshalb penne ich im Moment oben. Genau, ich finde es halt auch sehr geil, dass überall diese tiefen Fenster sind, aber es wird sehr warm. Wir haben schon die Dings ein bisschen runter, aber 23 Grad sind jetzt hier. Das ist noch gar nichts. Also wenn die hoch sind, sind hier 24, 25 Grad. Aber im Großen und Ganzen, also eigentlich ein stinknormales Schlafzimmer. Und jetzt zeige ich euch oben eins der Highlights. Ich hoffe, wir können da gut was zeigen. Die Dachterrasse. Also hier Dachterrasse, ich sag's euch, zu geil. Ich sehe jetzt nicht aus wie ein Tier, weil ich trainiere auf Kraftausdauer. Aber hier auf der Dachterrasse habe ich auch schon trainiert. Ich will nur alles ein bisschen zu noch machen. Das ist so posermäßig. Hier Liegestützbalance, Sit-Ups, Blub, richtig geil. Also auf der Terrasse fühle ich übertrieben. Wir sind ja im Winter quasi eingezogen, kann man jetzt noch nicht so heftig nutzen. Hier, man hat halt, man sieht es leider nicht. Das ist direkt neben Waldgebiet. Also wir haben hier vorne direkt ein Naturschutzgebiet. Also für mich Traum mit einem Hund noch und so und später mit einem Kind, wenn der auch größer ist. Also das ist Traum. Ja, hier haben wir einfach eine Abstellkammer, alle möglichen Scheiß reingestellt. Ne? Wir wollten hier erst ein Fenster reinbauen. Unsere Nachbarn haben sogar ein Dings oben reingestellt, weil du keinen Keller hast, ist dieser Raum einfach vollgemüllt. So. Brauchst du keinen Keller, einen Raum, wo du alles vollmüllst und noch Abstellkammer unten brauchen wir. Und hier haben wir jetzt, muss ich dazu sagen, der Raum ist noch nicht ansatzweise fertig, gar nichts. Provisorisch hier streame ich immer. Das ist dann, wo ich reacte und keine Ahnung mache. Soll noch richtig geiler Raum werden. Ja, an der Stelle auch, Leute, für die besten Supplements, Holle 10 ist der Code für den direkten Support, damit ich nicht insolvent gehe. Man muss ja sagen, ne? Ich habe natürlich auch nicht das ganze Cash für das Haus am Start gehabt. Ne? Natürlich muss ich den Kredit aufnehmen. Und wenn ihr meine Videos nicht mehr guckt, bin ich am Arsch. Ich schwör's euch. Nein, es ist natürlich ein bisschen Risiko eingegangen. Jeder kann davon halten, was er will. 620.000 hat das Haus mit Garten, den ganzen Kram ohne Streaming-Equipment jetzt. Ne? Das hat auch nochmal 15.000 oder so gekostet. Wir haben noch richtig guten Kredit gekriegt mit 0,65 oder so. Also ein Glück. Hier ist noch mein Streaming-Equipment. Das ist noch ein ganz Oldschool-Bild. Das war eins meiner ersten Instagram-Stories. Grüße an den Kollegen Sergej. No homo, so. Du siehst mittlerweile echt besser aus als früher. Ja, danke, Mann. Man muss ja auch noch dazu sagen, was viele gar nicht wissen, ich will jetzt nicht auf Mitleid machen oder sonst was, ne? Aber ich war damals psychisch krank, Mann. Ich war echt, also wirklich, ich war ja auch in der Psychiatrie und alles. Es war schon ein paar Jahre her, aber noch kurz bevor ich YouTube angefangen habe, war mein Kopf wirklich noch richtig zerstört. Also der war richtig, ich habe mich nie davon erholt, damals von der Kiffzeit und so. Saufen und dies und das, ich habe sehr viel Party gemacht und war sehr kaputt, sehr matsch in der Birne. Ich habe noch Fotos, da habe ich, keine Ahnung, 68 Kilo gewogen. Ne? Das sind, keine Ahnung, fast 20 Kilo weniger als jetzt. Und jetzt bin ich hier gelandet und da kann ich auch nicht oft genug sagen, danke an euch, Mann, weil das hat mir einfach sehr viel gegeben, mich abgelenkt, was mir Spaß bringen kann, wo ich kreativ sein kann. Das ist bombenmäßig, Alter. Das ist bombenmäßig. Zeig euch den Garten, genau den Garten nach mit, Alter. Ach, stinkst du.
Ich hab Eier gefressen, Mann. Ja, man merkt das, aber isst du immer Eier. Ja, Eier ist gut. Sichtschutz ist im Arsch vom Sturm. Deshalb nicht wundern, dass auf der einen Seite kein Sichtschutz ist. Haben noch eine Hütte im Garten. Da kommt noch ein Hochbeet hin, aber das ist jetzt ja noch nicht da. Garten einmal um Haus rum. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, aber wir haben es vielleicht ungefähr sehen. Ganz easy, chilliger Garten. Zaun haben wir ziehen lassen wegen Hund, damit er nicht drunter durchballert. Und das ist eigentlich komplett jetzt so kurze, knackige Roomtour gewesen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und mehr als Danke kann ich nicht sagen. Ich hoffe, ihr ballert die Kommentare trotzdem voll. Gutschein gibt es zu vergeben. Wir müssen den Algorithmus pushen. Ich bin gespannt, wie das Video ankommt. Und dann sage ich bis zum Sonntag zur nächsten Fresstour oder Donnerstag, keine Ahnung, wann das kommt, aber wir sehen uns beim nächsten Mal.